Ja, heute wie versprochen das Makramee-Tutorial-Video für ein sehr, sehr einfaches Band. Und wenn euch die Art und Weise gefällt, wie ich das aufgenommen habe und wenn ihr gerne mehr davon haben möchtet, dann gebt mir einfach einen Daumen nach oben oder einen Kommentar und dann weiß ich, dass ich mir vielleicht nochmal die Mühe mache und das wirklich Step by Step alles per Video festhalte. Und ja, wir starten gleich los. Das ist das Band, wie es am Ende aussieht. Ihr seht, das ist zweifarbig. Ihr braucht für das Band zwei kurze Schnüre mit ungefähr 35 cm und ihr braucht zwei lange Schnüre oder Bindfäden mit ungefähr 70 bis 75 cm. Je nachdem, wie lang euer Arm ist. Also die 35 cm ist direkt das Armband, wo das drauf gezogen wird, also die kurzen Schnüre, und die zwei 75 cm Schnüre sind die, die drumherum gewickelt werden, deswegen müssen die ein bisschen länger sein. Die vier Bänder, die klemmt ihr dann, das werdet ihr gleich sehen, in ein Klemmbrett oder mit irgendwas vom Baumarkt, womit ihr Sachen einklemmen könnt, ein. Ihr solltet die beiden kurzen in die Mitte tun, Bindfäden, und rechts und links jeweils eins von den langen 75 cm langen Bindfäden. Das klemmt ihr dann ein. Jetzt geht's los. In der Mitte sind, wie gesagt, die kurzen Bindfäden. Darauf werden Knoten gemacht. Und ich mache das immer so, dass ich die kurzen Bindfäden mit zwei Nadeln, die sehr klein sind, so fixiere am Brett, sodass das etwas locker hängt. So kann das, das werdet ihr gleich sehen, nicht ganz so verfusseln oder nicht verfusseln, sondern aber in irgendeiner Weise ist es ein bisschen stabiler, wenn es eingeklemmt ist. So, ja, jetzt wird der erste Knoten gemacht. Ihr könnt bei dem Video auch Pause machen und das nochmal anschauen. Ist immer dasselbe, einmal rechts und einmal links herum. Beim zweiten Mal werdet ihr das vielleicht noch deutlicher sehen. Man legt quasi wie so eine 4 die beiden Fäden übereinander. Welche oben ist, welche unten, erkennt ihr, und dann zieht ihr das, das untere Ende der 4 durch das Loch da hinten, ihr seht das alles, hindurch und zieht es oben fest. Am Anfang ist das eine ziemlich wackelige Angelegenheit, da müsst ihr noch ein bisschen mit dem Daumen das nach oben ziehen, das seht ihr jetzt nicht ganz so gut, aber dass das oben dann halt immer schön bündig aneinander ist. Ja, und das macht ihr einmal rechts und einmal links, diesen Knoten, ich nenne ihn einfach einen Viererknoten, und dann seht ihr, entsteht dann halt eben genau dieses Muster, was ihr am Anfang gesehen habt. Achtet darauf, dass ihr ungefähr immer mit dem gleichen Druck festzieht. Also das ist schon ein kräftiger Druck, würde ich sagen. Und wenn ihr das nicht tut, dann ist es so, dass eine gewisse Ungleichmäßigkeit in das Band kommt. Und das macht eigentlich auch gute Bänder aus, wenn ihr so ein Makramee-Band kauft, dass die Knoten alle ungefähr gleich groß sind und das alles ungefähr gleich aussieht. So sieht es dann am Ende aus. Und da seht ihr schon, da habt ihr von den zwei kurzen Bindfäden oben die längeren Enden. Die klemmt ihr erstmal weg, weil die braucht ihr natürlich noch für den Verschluss. Und die kurzen, was übrig geblieben sind, das sind die zwei 75 cm Bänder, die schneidet ihr in ungefähr einen halben Zentimeter ab. Ganz wichtig dabei ist, dass ihr Bänder nutzt, das könnt ihr nur so machen, die ich auch unten verlinkt habe. Das sind sogenannte gewachste Polyesterbänder. Die könnt ihr nämlich dann abbrennen, einfach kurz mit einem Feuerzeug, mit einem Sturmfeuerzeug lässt es ein bisschen präziser arbeiten. Einfach anbrennen und genau, und das Plaster, das Nylon, dann dagegen drücken. Dann könnt ihr das umdrehen und dann ist das, sieht das sauber verarbeitet aus und ihr habt nur noch die zwei Bänder. Auf der anderen Seite macht ihr das natürlich genauso. Ihr könnt am Anfang, wenn ihr unsicher seid, auch einen Zentimeter oder so nehmen und dann, bis ihr das rausbekommen habt mit dem Löschen vom Daumen, dauert ein bisschen. So, jetzt könnt ihr am Ende theoretisch, wo ihr jetzt den Knoten seht, auch einfach abschneiden und abbrennen. Ich habe jetzt hier in dem Fall einfach noch, mache ich drei Perlen drauf auf jede Schnur, da sieht das noch ein bisschen schöner aus. Leider ist es dann natürlich mit den 35 cm ein bisschen kurz und man hat da ganz schön zu friemeln, wie ihr das seht. Das dann zu machen. Hier übrigens ein kleiner Trick, wenn ihr den Knoten irgendwo ranziehen wollt, nehmt dann einfach eine Nadel, stecht in den Knoten und zieht das sozusagen den Knoten dann dahin. Habe ich früher bei Nadelarbeiten gelernt. Ich war der einzige Junge, der in der Schule Nadelarbeiten gewählt hat. Ja, genau. Und dann habt ihr dann am Ende, also ich habe das jetzt so gemacht, dass ihr dann überall drei Perlen habt, einen Knoten, eine Perle, einen Knoten. Am Ende schneidet ihr das wieder ab. Und könnt ihr natürlich beliebige andere Sachen draufziehen oder eben gar nichts draufziehen, wenn ihr es ganz simpel halten wollt. Und dann brenne ich halt wieder
die Enden ab. Wenn ihr keine Nylonfäden habt, sondern Baumwollfäden, dann müsst ihr halt eben einen Knoten lassen und hoffen, dass der Knoten fest bleibt. Das ist immer der Vorteil, wenn ihr Nylonfäden nehmt, dass das Nylon eben verbrennt und dass ihr das so ein bisschen versiegeln könnt. So, das macht ihr dann auch auf beiden Seiten. Dann habt ihr ja, das fertige Band und nun kommt es noch zu dem Verschluss. Der Verschluss, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige euch heute den, den ich am häufigsten benutze und den ich auch am einfachsten und am flexibelsten finde, weil er das Band dann eben von vielen Menschen getragen werden kann. Wenn ihr das explizit für euch macht, könnt ihr natürlich auch einen Knopf oder sowas dran machen. Das zeige ich euch bestimmt eventuell in einem anderen Video. Wie gesagt, wenn das Thema sehr viele Menschen interessiert, dann würde ich da auch gerne das weiter teilen und ja, gebt mir da einfach einen Daumen nach oben. So, jetzt legt ihr das unter die beiden, ich habe das nochmal eingeklemmt, unter den Verschluss, also die beiden Bänder übereinander, macht den ganz einfachen Knoten und dann, genau wie ihr das bei dem ganzen Band gemacht habt, macht ihr diesen Viererknoten. Jetzt seht ihr das natürlich nicht ganz so gut, weil es so klein ist, aber es sind im Endeffekt dieselben Knoten hin und her, wie er die ganze Zeit auf dem Band gemacht hat. Die beiden Bänder, sozusagen, die jetzt in der Mitte liegen, sind quasi die zwei Bänder, auf die ihr das vorher auch alles drauf gemacht habt. Und ja, so also macht ihr hin und her. Versucht mindestens 5 oder 6 solcher Knoten hinzukriegen. Ich habe, das Band ist 25 cm jetzt lang gewesen, das kleine Band, mit dem ich den Verschluss mache, damit habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht. So kann ich da 5, 6 Mal einen Verschluss machen, denn umso häufiger ihr das bindet, umso weniger verrutscht das auch. Jeder kennt das von diesen Bändern, wenn da nur ein ganz kleiner Verschluss ist, da rutscht das immer hin und her. Und zieht das wirklich hier richtig bombenfest, dann ist zwar etwas schwerer, das in der Größe zu verändern, aber dann bleibt das auch ja, sehr fest und ist halt nicht locker. Dann macht ihr wieder dasselbe, wie ihr das schon ein paar Mal gemacht habt. Ihr schneidet bis zum 0,5 cm ab und brennt das dann mit einem Feuerzeug wieder ab und drückt damit euren Finger drauf. Am Anfang kann es durchaus sein, dass ihr da ein paar Brandblasen bekommt am Finger, aber dann bildet sich so eine Art Hornhaut und ja, dann passiert das eben nicht mehr. Tut auch nicht mehr weh. So, ihr könnt auch am Anfang, habe ich so ein kleines Steinchen genommen, habe es abgebrannt mit dem Stein, aber mit dem Finger hat man einfach mehr Gefühl. Klar tut es am Anfang weh, aber irgendwann ist der Finger halt dran gewöhnt. Das ist ähnlich, wenn man näht und sich häufiger an den Finger sticht, dann hat sich da auch eine gewisse Hornhaut gebildet. Jo. Und dann ist das Band im Endeffekt fertig. Es ist größenvorstellbar und das könnt ihr natürlich in jeden beliebigen Farben machen. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude und werdet das nachmachen. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Euer Samuel. Yeah.